Sind junge Leute hier unter 18 irgendjemand? Nee? Okay, dann richtig drauf. Weil, ey, also was ist das für eine Generation? Ich habe Angst vor diesen Jugendlichen. Ich habe Angst vor denen, die nachkommen. So. Was ist das für eine Generation, die für ein paar Gigabyte Datenvolumen ihre Eltern bei eBay versteigert? Wirklich, also ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ne? So, und bei mir hat das damals angefangen, als ich 15 war. Ich hatte so ein Nokia 3310. Ne? Das, kennt das noch irgendjemand hier? So, das war schön, dieser Knochen. Ne? Damit konntest du telefonieren, SMSen und so. Ja, eine Stunde Snake und dann warst du damit durch. So, und dann hast du dich irgendwann der realen Welt gewidmet. Du bist rausgegangen in die echte Welt. Ja? So, ich bin 15 im Sommer. Ich hatte echte Hobbys. Ja? Wir sind Skateboard gefahren. Ich bin mit meinen Jungs im Wald. Wir haben Baumhäuser gebaut, wir haben Vogelnester angezündet, also wir haben, nein, wir haben keine Baumhäuser gebaut, aber Leute, wir haben uns einfach überall ausprobiert, ich habe sogar mal einen Töpferkurs gemacht, weißt du, dieses, bei mir sah alles kacke aus, aber darum ging es nicht so, ich wurde sogar von meinen Eltern dazu gezwungen, als Jugendlicher ein Instrument zu lernen, so, und zu was wird man gezwungen in Deutschland? Flöte und Klavier, ihr seid ein gutes Publikum. In Potsdam haben die letzte Woche gesagt, Trommel, und ich so. Da hab ich gesagt, Alter, kommst du aus dem kongolesischen Teil von Deutschland? Normalerweise wird man zu Flöte oder Klavier gezwungen, so bei mir war es noch ein bisschen schlimmer. Ich war so das unterste Glied in der Musikernahrungskette. So, ich musste Keyboard lernen. Das ist so das Klavier für Arme, so, das ist so, als Keyboarder bist du niemals der Coole in der Band. Es sei denn, du spielst bei Scooter, aber ansonsten bist du niemals cool, wenn du Keyboard lernst, so. Wisst ihr, wie man als Keyboarder endet? Nachts um 4:30, alleine, auf so einer Hochzeit, in Euskirchen, mit so Schellen unterm Arm. Und dann sitzt du da so. Sierra, Sierra Madre. Und ich wollte nicht enden wie mein Vater. Deswegen habe ich gesagt, nein, ich möchte das nicht weitermachen. Ja, aber ich bin meinen Eltern schon dankbar, dass sie zu mir gesagt haben, Simon, in jungen Jahren geh los, probier dich aus und so, weil daran merkt man doch, auf was man im Leben Bock hat. So, an Hobbys. Hobbys, da checkst du so, ja, das ist was für mich, das ist nichts für mich und so. Und junge Menschen, die denken, Hobbys sind Frodo und Sam aus dem Auenland, die haben überhaupt keinen richtigen Bezug mehr dazu. Ich habe letztens das Poesiealbum von meiner 13-jährigen Cousine in die Hand benommen. Kennt ihr noch so Poesie, so Freundebücher und so? Das war romantisch, was man da früher reingeschrieben hat. Erst so das Sternzeichen oben, ne? Und dann so ein Foto. Und dann irgendwie noch so Hobbys. Was hast du da reingeschrieben? Gute Frage. Nix. Klavierspielen, ja, schön Trommel, sowas. Also. Irgendwas. Nee, aber so Sonnenuntergänge, Schwimmen, Reiten, sowas. Ich nehme dieses Poesiealbum von meiner 13-jährigen Cousine. Da steht drin auf einer Seite, Helmut 13, Hobbys, Instagram, YouPorn, Ballerspiele. Mein Opa nimmt das in die Hand, liest das, schüttelt mit dem Kopf und sagt so, pff, Ballerspiele. Ich habe damals noch auf echte Menschen geschossen. Hab ich so gesagt, Opa, das ist doch nicht der springende Punkt, ey. Mit 13 heißt man nicht Helmut. Ich meine.